Das nenne ich mal eine Aussicht. Und hallo und herzlich willkommen. Mensch, ich sitze nicht richtig. Zu Dishonored 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Da fliegt ein Vogel. Wer Schafvogel? Bitte eigentlich der Ortschef. Das funktioniert sogar. Ja, das ist die Dreadful Whale. Ein stolzes Schiff. Interessante Konstruktion. Vor allen Dingen, wenn man über... Nee, das ist ja... Jetzt geht schon wieder los, ne? Oh nein. Hier ist das Antriebsrad drin. Das ist ein riesen Drehrad. Na gut, die Schrauben waren noch nicht erfunden. Wir gehen mal zu... J im Tagebuch legen. Sinn. Ein langer Tag, ein neues Jahr. Am Rande der Welt. Was soll ich jetzt hier lesen? Wissenskarten? Nein, nein, Wissen. Ich weiß nichts. Das habe ich alles schon gelesen. Audiografien, die habe ich mir alle schon angehört. Audio Sokolovs Entführung. Aha, zurück. Mit Migen sollen wir reden. Mit der Migen. Wir haben hier ein Rattenproblem. So, okay. Ja, der so Patch, der angekündigt wurde, der ist natürlich noch nicht da. Oh. Lustig. Gut, gehen wir mal zu Migen. Ich denke mal, dann fahren wir weiter. Wir reden mal mit ihr. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Ja. Ich bin bereit. Die Stadt hat sich sicher verändert. Dann nichts wie ab. Noch einmal, mein Freund. Noch einmal. Ich hatte doch die Maske auf. Ich habe doch gezoomt. Wie kann ich denn zoomen, wenn ich die Maske nicht auf habe? Ein Widerspruch. Oh Gott. Naja. Hafen von Kanaka-Ladevorgang. Ach du Scheiße, ich ahne Schlimmes. Also ich muss mal sagen, gestern war ich schon fast so weit, habe ich dann schon einen Gedanken dran verloren, was ich mache, also Plan B-mäßig, wenn ich das jetzt nicht weiterspielen kann, weil das einfach nicht läuft. Nach Eddermeier geht es nicht per Boot, es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Aha. Der alte Herzog von Sarkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Ich kannte den alten Herzog Theodanes. War ein guter Mann. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Eddermeier. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich kann auf mich aufpassen. Hier sieht's ganz gut aus. Im Eddermeier vernichten sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Eddermeier. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Ich guck noch ein bisschen die Wand an. Und zwar genau deswegen, weil das ist ja schrecklich, Chaosfaktor. Deine Taten beeinflussen deine Umgebung. Je mehr du tötest, desto zynischer werden Emily und Corvo und ihre Verbündeten. So viele Tote führen einen schlimmen Blutfliegenbefall und andere. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen viel gemordet. So. Jetzt ist da unten Ruhe. Ah, das ist doch... Eine Feder. Ich traue mich gar nicht loszugehen. Unten die Ladelampe von der Spieleplatte, da, die geht gar nicht mehr aus am PC. Weil er hier irgendwas nachlädt. Und ich weiß nicht was. Und dann mal als Vergleich Battlefield 1. Das sieht ein Ticken besser aus, einen ganzen Ticken. Und hat gar keine Probleme in Ultra. Woher will sie denn wissen, wie sowas aussieht? Aha, die geht wohl nicht arbeiten. West Cape Hotel. Die Veranstaltung ist gecancelt.
Ein Fischschwanz? Na gut. Der geht nicht aus dort. Keine Chance. Willkommen in Karnaka, Fremder. Brauchen keinen Gesichtsschutz. Im Hafen gibt's nicht viel Staub aus den Bergwerken. Ach, ein Gesichtsschutz? Ein Dance-Kalender. Oh, gehen wir tanzen. Oh, hier wird's noch einen ganz anderen Tanz geben. Kennst du den Kapitän? Ich bin für das Malwerk die Dreadful Whale. Das Eddermeier in der Ferne. Vielleicht ein neuer Importeur aus Morley. Wir warten ein, zwei Tage. Und wenn sie dann immer noch da ist, sag ich einem Freund in der Garde, mit einer Einheit an Bord zu gehen. Falls sie auf Schmuggelware warten, haben sie die bis dahin eingeladen. Okay. Nicht schlecht. Kriegen wir was vom Konfiszierten? Sarkonische Bananen oder was war anders? Ich hab... Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen... Die redet nicht mit mir. Das Licht ist unglaublich, aber ich werde noch blind. Oh, wie der Ozean schimmert. Die Frau macht Fotos. Ich weiß auch nicht. Also der Rechner ist frisch angeschmissen. Es läuft nichts. Vielleicht zahle ich einfach nicht. Immer noch Fleisch? Was will er schon? Mit den es sieht absolut nicht gut aus und es läuft nicht vernünftig. Klar mache ich das. Nein, ich vertraue meinem Metzger. Aber ich habe genug gemeckert. Kann er sicher sein, dass in meinem Steak keine Larven hocken? Ach so, mir fällt ja noch was ein. Wartet mal auf. Null war das Ding, ne? Aber besser als ich kaufe nur Fleisch. Wie lange ist mein Herz? Wie lange muss ich dieses Schockendasein fristen? So geht's natürlich auch. Ah, ich kann immer nur eine. Als man seinen Teller noch ohne Albträume anschauen konnte. Für diese Plörre? Jetzt nicht mehr, danke. Ist eher eine Absteige. Ich kümmere mich dann erstmal. So viele, so wenig. Ach, da ist noch eine. Guck mal. Ich sollte nie so weit kommen. 97 Meter. Wir haben hier gutes Geld gemacht. Bis der Ärger mit der Garde anfing. Weiß gar nicht, ob man die Waffen wegstecken kann. Bis ich umkippe. Kein Geld in der Welt kann das aufwiegen. Guten Tag. Kaiserlicher Schutzherr auf der Flucht. Beim Outsider. Wer schnappt sich Leute auf der Straße? Es hört überhaupt nicht. Oh, Scheiße, was habe ich denn gemacht? Was? Scheißwaffe hier. Ich habe mich verdrückt. Ich gehe weg. Das macht mich verrückt hier. Kann ich mir einen schönen Krug im Pub bestellen? Dann fühle ich mich gleich wieder besser. Ja, das. Ah, da ist was zum Verkaufen. Ich gebe immer. Ich höre hier so ein Gerummel, das. Meine Leute! Das war's. Das warst du. Du bist schuld. Meine Leute! Erst wenn sie hier Unsinn machen, gibt's Ärger. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Hä? Warum hat er die jetzt gehauen? Ah, hier, guck mal, hier ist ein Wal. Sehe ich jetzt erst. Der ist aber grumpelig. Das ist aber mehr ein Hai als ein Wal. Ich hab doch gesagt, dass es das falsche Öl war. Was war das denn jetzt hier für ein Zufallsfund? Null. Hilfe! Irgendwo hustet ein Bergarbeiterblut. Er verschweigt es seiner Frau. Willst du auch sie töten? Wir haben eine Rune. Was? Gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Ich muss mich auch erstmal orientieren. Des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Aufgrund der vom ehemaligen kaiserlichen Schutzherrn Torbo Atano ausgeführten politischen Attentate im Namen der ehemaligen Kaiserin Emily Cornwall gilt ich sag da nichts zu. Neue Einschränkungen. Die sardonische Garde und alle Ausländer und neuen Ich da ist ein Schwarzmarkthändler. Ein Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Hi. Ich guck aber jetzt, die muss ja hier in der Nähe sein.
Tür ist blockiert. Okay, okay, okay. Bin dabei. Aber bewegt euch langsam und haltet euch von den Nestern fern. Wir wissen nicht mal, ob die Leute da drin wirklich Geld haben. Nur, dass sie tot sind und alles vor Blutfliegen wimmelt. Karl, nur so kommen wir auf die andere Seite der Lichter. Wenn du genau wie ich aus der Stadt kommst. Wir gucken mal hier oben ein bisschen. Bejubeln wir die aber Krönung unserer neuen Kaiserin Delilah Korn. Es sieht nicht so aus, und die bevorstehende Ankunft zu seiner Gnade, als ob da Adele, Herzog von Sarkonos und Gemahl der was offen ist. In den drei Tagen nach der Rückkehr des Herzogs werden alle Regierungsaktivitäten eingestellt, da der Herzog sich von seinen Reisen erholen muss. Außerdem gelten hier sind laut der Patschende in der Nähe des Großpalastes. Oh, ich muss niesen. Augenblick. Oh, doch nicht. Das ist noch schlimmer, ne? Ein Nieser, der nicht kommt. 7 Meter, das ist eine... Ja? Haben Sie was für mich? Klar. Oh, wie nett. Danke. Ich weiß. Bis du hast auch was für mich. Mal ernten. Soll das eine Drohung sein? Wecker. Hier wohnst du. Ja, ist nicht so schön, ne? Ich schau mal, aber hier komme ich auch nicht weiter. Meine Güte. Ich werd alt. Ich bin alt und krank. Blöder Ratte, du gehst mir auf den Sack. Komm her. Hey. Hallo. Schmutzige Frau. Aber vielleicht sind das ja auch alles nur Dinge. Ein neuer Kunde. Mit Geld, nicht wahr? Ah. Ich bin ein Kunde mit Geld, ja. Na, wollen wir mal gucken. Nur herein. Da Sie mich gefunden haben, handle ich mit Ihnen. Ausrüstung, Verbesserung. Ich habe Pläne zum Verbessern Ihrer Ausrüstung. Und was ist das? Armbrustbolzen? Kann man hier irgendwo mit der Tab-Taste? Kann ich die Geld kosten 400 Geld Gegenstand kaufen? Sie werden es nicht bereuen. Ach, konnte ich kaufen. Wie kann ich eigentlich verkaufen? Ach, so geht das. Okay, okay, okay. Mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung Ihrer Sachen. Ziel- und Treffergenauigkeit. Mehr Bolzen. Betäubungsbolzen. Gut. Ach so, hier. Pistole. Das ist mein Kopf. Faltklinge. Granaten. Springminen. Ja, ich glaube, man braucht nichts verkaufen. Alles, was man einsammelt, ist gleich Geld. Nehme ich mal ganz stark an. Jetzt habe ich noch... Aber Munition brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Da habe ich 3 von 10, da habe ich 7 von 10. Die Rune haben wir, die war mir wichtig. Denn ach, Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Die Ziel- und Treffergenauigkeit, nein, 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 ich wollte das mal lesen. Der Armbrust wird erhöht. Geld. Pistole, das kostet nur 200. Schnelleres Nachladen. Ach Mann, ich wollte doch nur... Halt. Ach, man braucht nur rübergehen. Verringert Abweichung, Zielgenauigkeit. Fügt dem Magazin eine Kugel hinzu. Ah, hier sind die Taschen. Mehr Armbrustbolzen, mehr Dinger.
Eine zweite Vergrößerungsstufe. Für Artefakte frei. Oh. Das kann ich mir alles leisten. Ich muss noch fleißig sammeln. Ich werde mal das hier machen. Das ist mir erstmal, glaube ich, wichtiger, dass ich genug Zeug dabei habe. Obwohl, ich finde ja eigentlich immer was. Nein. Sollte ich mich vielleicht doch mehr... Das nutze ich ja noch gar nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Granate. Springmine. Na gut. Verbessern wir die Armbrust. Die Karte drauf. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder fleißig sein. Kommen Sie bald wieder. Und die Rune haben wir auch. Die Rune haben wir auch. Die Rune haben wir auch. Kräfte. Wir haben 3 Runen. Windstoß. Zerschmettert Türen, lenkt Projektile ab. Windstoß ist nützlich, um Holztüren zu öffnen und Gegner zu bekämpfen. Besonders wenn es sich um eine Gruppe handelt. Ein Gegner in der Nähe einer Brüstung wird darüber geworfen und stürzt in den Tod. Schön. Was ist das? Ich kann, wenn du... Ja, das ist Flaschen werfen. Das reicht alles noch. Deine Gesundheit wird verbessert, wodurch du mehr Schaden... Das ist für mich, glaube ich, so wie ich spiele, gar nicht mal so unwichtig. Das war das mit dem Ausweichen. Machen wir erstmal das hier. So. Gehen wir mal zurück. Das sind die, die wir belegen können. Und das sind die, die dann permanent wirken. Die wir mit belegen, meine ich, die können wir dann hier unten reinlegen. Und mit permanent ist, dass ich die dann wo drin habe. Guck mal, oben mein roter Balken ist. Oder mein Balken da, wo das rote Ding ist. Da ist jetzt ein Bereich, der leer ist. Das war vorher nicht. Und das ist gut. Sollen wir mal zur jungen Frau gehen da? Ich hätte ihr gesagt, wir sollen mal hinkommen. Ich hätte da was, das dich vielleicht interessiert. Was denn? Ich heiße Mindy Blanchard. Und die Maske sagt mir, dass du an Orte gehst, wo du nicht hingehörst. Ja. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeyer-Institut. Hilfst du mir? Ja, das kann ich tun. Okay. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Ich soll dir eine Leiche bringen? Was steckt dahinter? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich überleg's mir. Okay, eine Nebenmission. Nebenmission machen wir gerne. So, jetzt gucken wir mal bei J. Betritt den Aufseher. Lass dir von Mindy helfen. Optional. Die kann man aber nichts ein- und ausschalten. Ich glaube, die wird auch permanent angezeigt. Ne? Eddemeyer Aufseher Außenposten. Eddemeyer Station. Aber hier waren ja noch mehr Runen. Ich nehme mal das Herz. Ein Artefakt ist in 82 Meter, eine Rune in 77, in 113. Ein Artefakt ist in 20 Meter. Warte mal, warte mal, warte mal, F. Das ist ja gleich hier oben. Also wir suchen hier mal noch ein bisschen. Ich kann die Sachen ja gut gebrauchen. 4, 5. Verseucht, eindeutig. Lento, du musst entweder mutig oder verzweifelt sein, um diese Arbeit anzunehmen. Früher haben wir die Blutfliegen im ganzen Trupps ausgeräuchert, aber der Befall ist schlimmer denn je und der Herzog hat alle Gelder gestrichen, also zerstören wir die Nester von Hand. Wenn du an einem Blutfliegenschwarm oder Nest vorbei willst, dann halte Abstand und bewege dich langsam, sonst greifen sie an. Wenn die Blutfliegen ruhiger sind, ist alles gut. Wenn sie aufsteigen und zu glühen anfangen, gibt's Ärger. Wenn sie dich umschwärmen, dann renn oder kämpfe. Zermatsche, verbrenne sie, die Nester ebenso. Der Blutfliegenschwarm kommt zurück, bis du alle Nester dieses Schwarms zerstört hast. Das ist alles.
Aha. Als ich klein war, haben wir immer Steine auf die Nester geworfen. Geh langsam und halt Abstand. Kinder leicht. Oh ja, dann machen wir erstmal den. Ich glaube, das gucken wir uns mal an. Das könnte interessant werden. Und ich werde an der Pause nutzen und nochmal ein bisschen wieder was einstellen und tun und machen. Denn das nervt und der hört auch gar nicht da unten drauf zu laden. Ich weiß nicht, was er jetzt hier vorauslädt. Vermutlich die ganze Welt oder keine Ahnung. Aber das kriegen ja andere Spieler auch hin. Nur mal ein Beispiel, GTA 5 kann ich in 4K in 60 FPS spielen, flüssig. In höchster Qualität. Also das, was halt geht. Und wenn ich das hier sehe, na gut. Na, ich genug gejammert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss.